जिसने Der ehemalige deutsche Präsident Theodor Heuss pflegte auf die Frage, wie ihm die Stadt gefalle, die er gerade besuche, zu antworten, sie sei die zweitschönste in Deutschland. In Münster angelangt, sagte er, Münster sei die schönste Stadt Deutschlands. Die Geschichte der Stadt Münster, der Hauptstadt Westfalens, beginnt erst im 7. und 8. Jahrhundert mit Karl dem Großen und dem friesischen Missionar Lüdger, der 793 in eine kleine Siedlung an der Ahr gelangte, die damals den Namen Mimigerna vortrug. Zu jener Zeit war das Land Wohngebiet der Sachsen. Beidseits der Ahr, dem Fluss durch Münster, lagen sächsische Höfe. Die Sachsen entschieden sich vermutlich für diesen Standort, da es hier eine Furt, eine seichte Stelle über die Ahr gab. Hier konnte der Fluss ohne größere Schwierigkeiten überquert werden. Ebenso kreuzten sich hier die Handelswege. Über die Etymologie des Namens Mimigernafort herrscht noch Unklarheit. Einige Wissenschaftler behaupten, Gerna oder Gerda bedeute Landzunge, Fort Furt und Mimi sei der Name einer germanischen Gottheit, der Ort geweiht gewesen sein soll. Dies konnte jedoch bislang nicht durch archäologische Funde bewiesen werden. Die Sachsen lebten in Stammesverbänden, sie hatten keinen König, sondern sogenannte Satrapen, die sich jährlich versammelten, um Gesetze zu verabschieden und Kriegszüge zu besprechen. Die Menschen lebten von der Landwirtschaft und Hungersnöte waren recht häufig. Die Sachsen bewohnten einfache Häuser aus Holz und Lehm mit Strohdächern. In der Mitte befand sich die Feuerstelle, geheizt wurde mit Torf und Holz und der Rauch konnte durch die Dachluken abziehen. Schon der Vater Karls des Großen, Pippin, hatte versucht, die Sachsen zu befrieden und zum Christentum zu bekehren. Doch seine Versuche erwiesen sich als wenig erfolgreich. Auch Karl versuchte dies in langen, erbitterten Kämpfen, doch die fehlende Organisation der Sachsen ermöglichte es, dass einzelne Stämme lange Widerstand leisten konnten. Im Januar 775 schließlich wurde auf dem Reichstag von Quirzi eine groß angelegte Militär- und Missionierungskampagne organisiert. Die Missionierung der Sachsen erfolgte auf der Weise, dass zunächst die Taufe, meist als Massentaufe, gespendet wurde. Hiernach erfolgte die Unterweisung in die christliche Glaubenslehre. Zwar hatte Augustinus gelehrt, erst müsse die innere Bekehrung stattfinden, doch der Mainzer Bischof Lull und Karl waren der Meinung, zuerst müsse die Taufe vollzogen werden. Diese Zwangstaufe hatte natürlich keinen Erfolg und die Sachsen hielten weiterhin an ihren Vorstellungen fest. Dem versuchte Karl mit der Capitulatio de Partibus Factione zu entgegnen. Diese blinde Organisation der Sachsen ermöglichte es, dass einzelne Stämme lange Widerstand leisten konnten. Im Januar 775 schließlich wurde auf dem Reichstag von Quirzi eine groß angelegte Militär- und Missionierungskampagne organisiert. Die Missionierung der Sachsen erfolgte auf der Weise, dass zunächst die Taufe, meist als Massentaufe, gespendet wurde. Hiernach erfolgte die Unterweisung in die christliche Glaubenslehre. Zwar hatte Augustinus gelehrt, erst müsse die innere Bekehrung stattfinden, doch der Mainzer Bischof Lull und Karl waren der Meinung, zuerst müsse die Taufe vollzogen werden. Diese Zwangstaufe hatte natürlich keinen Erfolg und die Sachsen hielten weiterhin an ihren Vorstellungen fest. Dem versuchte Karl mit der Capitulatio de Partibus Factione zu entgegnen. Diese besagte, dass jeder, der sich nicht taufen ließ, mit dem Tode bestraft werden sollte. Ebenso wurde ein Verstoß gegen das Fastengebot oder andere christliche Riten mit dem Tode bestraft. Ebenso wurden eine Kirchensteuer in Höhe von 10% eingeführt, was die Sachsen, die ohnehin nicht wohlhabend waren, sehr erregte. Also konnte Widukind die Sachsen um sich versammeln. Von 777 bis 785 kam es zu heftigen Aufständen, die brutal niedergeschlagen wurden, so dass Karl den Beinamen Sachsenschlechter erhielt. Die Siedlungen wurden niedergebrannt und die Menschen deportiert. In Sachsen wurden Franken angesiedelt. 785 gab
Widukind auf und ließ sich taufen. Dies war der endgültige Sieg Karls. In den Sachsenkriegen wurden die alte Siedlung Mimigernafort, die sich auf einem kleinen Hügel befand, zerstört. Die Franken errichteten an der Afurt einen Stützpunkt. Karl der Große beauftragte zur selben Zeit den Mönch Ludger mit der Gründung eines kleinen Klosters oder einer Kirche und der Bekehrung der Sachsen. Hier beginnt die Sachse des heutigen Münsters. Ludger ließ auf dem Horsterberg, dem sogenannten Domhügel, sein Gotteshaus bauen. Die lateinische Bezeichnung für Kloster lautet Monasterium, wovon sich Münster ableitet. In 805 wurde Münster mit der Weihung Ludgers zum Bischof der Bischofssitz. Das erste Dom, das vom heiligen Ludger errichtet wurde, war verglichen mit dem jetzigen ein kleines Kirchlein. Von 1064 bis 1084 wurde der zweite Dom gebaut, der jedoch bei einem Brand zerstört wurde. An der gleichen Stelle entstand schließlich der heutige Dom. Nach fränkischem Gesetz genoss ein Gotteshaus Immunität und war frei von Abgaben und Diensten dem Herzog gegenüber. Die Domburg schützte also das Kloster sowie die Häuser, die sich innerhalb ihrer Mauern befanden. Hier durften sich Bedienstete des Bischofs sowie Handwerker und Kaufleute niederlassen. Die Domburg war ein Verkehrsknotenpunkt. Zweimal im Jahr kam die hohe Geistlichkeit zur Synode nach Münster. Bei dieser Gelegenheit pflegten die Kaufleute ihre Stände und Buden aufzuschlagen. Dies wurde als Send bezeichnet, eine Tradition, die sich in abgewandelter Form bis heute erhalten hat. In seiner letztgültigen Gestalt wurde der Dom im 13. Jahrhundert fertiggestellt. Einzelne Veränderungen wurden im 16., 17. und 19. Jahrhundert vorgenommen. Kunsthistorisch ist der Dom in der Übergangszeit von der Romantik bis zur Gotik anzusiedeln. Bei dem Dom handelt es sich eigentlich um eine Basilika. Bei einer Basilika ist das Mittelschiff höher als die Seitenschiffe und hat ein Satteldach. Hier sieht man nun einige sehr schön eingearbeitete Statuen an der vorderen Fassade des Doms. Die drei südlichen Kapellen wurden vom Fürstbischof von Gallen in 1633 nach der Eroberung Münsters errichtet. Diese sind als gallenische Kapellen bekannt. In diesen Kapellen liegt auch der berühmte, aber auch nicht ganz unumstrittene Kardinal Clemens August von Galen begraben. Bei der Eroberung Münsters im Jahre 1121 durch Lothar von Sachsen fiel die Domburg und die Siedlung der Kaufleute einem Brand zum Opfer. Bei der Planung der neuen Cavitas sicherten sich die Kaufleute die besten Grundstücke, vor allem am Prinzipalmarkt, der auch heute noch zu den teuersten Straßen Münsters gehört. Die Kaufleute erhielten ebenso das Recht, hinter ihren Marktständen ihre Häuser zu errichten. Die Marktanlagen wurden vermutlich von Bischof Friedrich II. Gegründet, der oft Santiago de Compostela besuchte und von den dortigen Wohngängen inspiriert wurde. Die Giebelfront ist in die Spätgotik und Renaissance einzuordnen. Durch die Variation der Bögen ist die unterschiedliche Parzellenweite zu erklären.
Am Prinzipalmarkt befindet sich auch die Lamberti-Kirche, die 1375 bis 1450 entstand. Sie ist eine dreischiffige Halle ohne Querschiff inmitten des wirtschaftlichen Lebens. Die wohlhabenden Bürger Münsters ließen sie bauen, um ihren hansischen Stolz zu präsentieren und ein Zeichen ihres Reichtums zu errichten. Aber auch um den Domherren ihre Macht und ihren Einfluss zu demonstrieren und ihnen etwas zu denken zu geben, denn die Domherren lebten mit den Kaufleuten und der gemeinen Bevölkerung Münsters durchaus nicht in einträchtiger Nachbarschaft. Die St. Lamberti-Kaplanei hat schlichte Stufengiebel in Formen heimischer Renaissance und heimischer Spätgotik. Auch hier entstehen durch Variation der Bogenstellungen, gestaucht oder gestreckt, Giebel unterschiedlicher Breite, die zu der mittelalterlichen Parzelleneinteilung führen. Eine weitere Kirche unweit des Domes ist die Überwasserkirche, die ihren Namen aufgrund ihres Standortes erhielt. Sie wurde in den Jahren 1340 bis 1370 gebaut. Es handelt sich um eine hochgotische Hallenkirche, die unter den Wiedertäufern massiv verunstaltet wurde. Eines der wichtigsten Kapitel in der Geschichte der Stadt Münster ist die Gründung des Wiedertäuferreiches. Bei der Wiedertäuferbewegung handelt es sich um einen Reformationsweg, der neben der Reformation durch Luther und Zwingli der Dritte war. Diese Bewegung entstand im 16. Jahrhundert, das ohnehin ein sehr turbulentes Jahr war. 1517 hatte Martin Luther seine Reformgedanken ausgerufen. 1521 wurden seine Lehren offiziell geächtet. In den folgenden Jahren fanden Ritter- und Bauernaufstände statt. 1529 standen die Türken vor Wien. Die Menschen hatten Hungernöte zu erleiden, dies und die Kriege in Deutschland und den Nachbarländern ließen viele Menschen die Frage stellen, ob diese Ereignisse die Endzeit ankündigten. Die Aufbruchsstimmung des ganzen Volkes spiegelt sich auch in den Künsten und der Literatur jener Zeit wider. So zum Beispiel in der berühmten Apokalypse von Albrecht Dürer oder das jüngste Gericht von Schädel. Die apokalyptischen Vorstellungen wurden gestärkt durch Voraussagen über das Ende der Welt. Im Jahre 1532 teilte der bekannte Mathematiker und Astrologe seiner Zeit, Michael Stiefel, der ohnehin erschrockenen Bevölkerung mit, die Welt werde am 19. Oktober 1533 untergehen. Melchior Hoffmann, der lange die Apokalypse gepredigt hatte, ließ sich aufgrund dieser Prophezeiung in Straßburg in einem Turm einsperren, wo er 1543 verstarb. Seine Anhänger griffen seine Gedanken auf und Jan Matthies, ein Bäcker aus Haarlem, erklärte sich für den Propheten Henoch. Er gründete einen Bund zur Verbreitung apokalyptischer Gedanken. Die Aufnahmen in diesen Bund erfolgte durch die Taufe. In Münster herrschten damals schwere Konflikte zwischen dem Rat der Stadt und den Gilden sowie dem Klerus. Die Gilden protestierten gegen die Steuerfreiheit und andere Vorrechte der Geistlichen. Bernhard Rothmann, der Prediger reformatorischer Gedanken in Münster, verstand es, diesen Konflikt mit Hilfe der Gilden zu seinen Gunsten auszuspielen. Dem widersetzte sich der Fürstbischof Franz von Waldeck, beschlagnahmte die Güter Münsteraner Kaufleute und verriegelte die Stadt. Die Kaufleute nahmen viele Geistliche als Geiseln und setzten durch, dass die Sanktionen aufgehoben und die Reformation anerkannt wurde. Im Jahre 1534 schlossen sich Rothmann und seine Anhänger dem Haarlemer Jan Matthies an. Im selben Jahr traf Jan van Leyden als Apostel Matthies in Münster ein. Der Bischof versuchte, diese Bewegung zu verbieten, doch die Bürger Münster sahen darin einen Verstoß gegen ihre Freiheit, gegen die Freiheit ihrer Stadt und vereitelten die Pläne des Bischofs.
Doch dann kam das Gerücht auf, die Soldaten des Bischofs rückten an, worauf sich die Münsteraner bewaffneten. Die Ratsherren flüchteten. Als auch das Gerücht umkreiste, die Ungetauften würden zwangsweise getauft, verließen Gegner der Wiedertäuferbewegung die Stadt und die Anhänger strömten in die Stadt. An die Spitze der Wiedertäufer stellte sich Jan von Leiden und erklärte Münster zum neuen Jerusalem. Die liturgischen Gegenstände, Gemälde und Skulpturen in den Kirchen wurden stark beschädigt oder zerstört. Unterdessen belagerte der Bischof die Stadt. Die Zusammenarbeit zwischen den Wiedertäufern und den Bürgern der Stadt führte zur Taufe aller. Nun begann eine Schreckensherrschaft. Die Kritiker wurden verfolgt und getötet. Nichtgetaufte vertrieben. Jan van Leiden tötete eine seiner Frauen eigenhändig, da sie ihn kritisierte. Am Ostern verließ Mathis persönlich die Stadt, um sie zu befreien, doch wurde er getötet und van Leiden nahm seinen Platz ein. Er heiratete dessen Witwe, erließ eine neue Verfassung, erklärte die Bibel zur Richtschnur. Alle moralischen Vergehen wurden mit harten Strafen sanktioniert. So wurde zum Beispiel Ungehorsam der Ehefrauen mit dem Tode bestraft. Da die Männer Kriegsdienst leisten mussten, nahm die Anzahl der alleinstehenden Frauen zu und es wurde die Mehrehe eingeführt. Allen Frauen wurde befohlen zu heiraten. Der Zahl der Mehrehe waren keine Grenzen gesetzt. So heiratete Jan van Leiden 16 Frauen. Im Frühjahr 1535 führte die Belagerung zur Hungersnot und zwei Täufer begangen Verrat, sodass die Truppen des Bischofs in die Stadt eindrangen. Am 25. Juni 1535 wurde Münster unter Blutbad erobert. Jan van Leiden und zwei seiner Gefährten wurden vors Gericht gestellt. Nur Jan van Leiden zeigte Reue. Nachdem er im ganzen Land zur Schau gestellt worden war, wurden er und seine beiden Gefährten verurteilt. Mit glühenden Zangen sollte ihnen das Fleisch vom Körper gerissen und sie erdolcht werden. Am 22. Januar 1536 wurde das Urteil öffentlich vor dem Rathaus vollstreckt und die Leichen in Käfigen am Turm der Lamberti-Kirche aufgehängt. Die drei Käfige sind auch heute noch am Turm der Lamberti-Kirche zu sehen. Die blutige Tragödie hinterließ eine finanziell und auch sonst ruinierte Stadt. Religiös bedeutete dies das Ende der Reformation in Münster. Münster wurde katholisch. Münster zog ein weiteres Mal die Aufmerksamkeit und die Hoffnung vieler auf sich, als hier 1643 die Verhandlungen zur Beendigung des Dreißigjährigen Krieges begannen und Münster somit als Friedensstadt bekannt wurde. Im 16. Jahrhundert herrschte über Verteilung der Macht zwischen dem Kaiser und den Ständen, die mehr Freiheit forderten, großer Konflikt. Hinzu kam eine Vermengung der konfessionellen Überzeugungen. Insbesondere protestantische böhmische Stände protestierten gegen den katholischen Ferdinand II. Sie ernannten Friedrich V. von der Pfalz, der wegen seiner kurzen Amtszeit auch Winterkönig genannt wird, zu ihrem König. Er war der Führer der protestantischen Union. Als weiteres Zeichen ihrer Empörung über den Kaiser warfen die Prager Adligen zwei kaiserlichen Räte aus dem Fenster des Prager Schlosses. Dies war der Anfang eines blutigen und schrecklichen Krieges, der 30 Jahre dauern sollte. Als Antwort auf die Union gründete Maximilian I., Kurfürst von Bayern, die katholische Liga. Im November 1620 kam es zu einer Schlacht am Weißen Berg bei Prag mit dem Sieg der katholischen Truppen, geführt von Graf von Tillien. Ab 1625 begann die zunächst auf das Deutsche Reich beschränkte Auseinandersetzung sich auf Europa auszuweiten, als der dänische König Christian IV. Mit Unterstützung Englands und der Niederlande in den Krieg eingriff. Der Kaiser bat Wallenstein um Hilfe. Schließlich konnte Christian IV. Am 27. August 1626
von Tilly bei Luther am Barenberg geschlagen werden. Wallenstein, die bekannte Gestalt des 30-jährigen Krieges, wurde vom Kaiser aufgrund seiner militärischen Dienste zunächst zum General ernannt, doch bald fiel er in Ungnade, wurde des Verrates angeklagt und im Februar 1634 hinterhältig getötet. Nun griff 1630 der schwedische König Gustav Adolf offen in den Krieg ein. Mit der Begründung, er wolle seine ständische Freiheit und den Protestantismus sichern. Hinzu kam, dass sich Schweden durch die Pläne der Habsburger eine Ostseeflotte zu bauen gefährdet sah. Auch sollten nach der baltischen Küsten auch die deutschen Küsten schwedisch werden. Gustav Adolf gelang es, Tilly am 17. September 31 bei Breitenfeld vernichtend zu schlagen und anschließend bis nach München vorzudringen. In der Schlacht bei Lützen gegen die Kaiserlichen und Wallenstein, unter Wallenstein siegte zwar die schwedischen Truppen, doch Gustav Adolf verlor sein Leben. 1635 griff nun auch Kardinal Richelieu, der französische Minister, in den Krieg ein. Obwohl Richelieu und Frankreich katholisch waren, verbündete sich Frankreich mit Schweden und den Protestanten. Denn ein Sieg des Kaisers und somit des Deutschen Reiches hätte das Kräftegleichgewicht in Europa gegen Frankreich verschoben. Also erklärte 1636 Frankreich dem deutschen Kaiser den Krieg. Diese Epoche des Krieges war also ein Kampf um europäische Streitfragen, ausgetragen auf deutschem Boden und auf Kosten der allgemeinen Bevölkerung. Um 1600 lebten im Deutschen Reich ca. 15 bis 17 Millionen Menschen, um 1650 waren es nur noch 10 bis 13 Millionen. Die Bevölkerung hatte nicht nur den Tod auf dem Schlachtfeld und durch die Pest zu fürchten. Die Soldaten töteten die Bürger nach dem eben in diesem Krieg entstandenen Motto: Der Krieg finanziert sich selbst für Geld, Nahrungsmittel und anderes. Die Bauern bildeten Bürgerwehren, um sich und ihr Hab und Gut zu schützen und griffen dabei ebenfalls zu grausamen Folter- und Tötungsmethoden. Als man endlich erkannte, dass der Krieg zu keinem eindeutigen Entscheid führen würde, einigte man sich 1641 auf Verhandlungen. Münster und Osnabrück wurden zum neutralen Boden erklärt. Es dauerte aber noch einige Jahre, bis die Verhandlungen tatsächlich aufgenommen und ein Friedensvertrag unterzeichnet wurden. Der Kampf um das Überleben ließ jegliches Mitleid auf allen Seiten verschwinden. Die Verhandlungen fanden unter der Leitung des päpstlichen Nuntius Fabio Chigi, dem späteren Papst Alexander VII., statt. Er musste ca. 800 Einzelverhandlungen führen. Am 15. Mai 1848 wurde im Rathaus zu Münster der Vertrag zwischen Spanien und Niederlande unterzeichnet und somit Niederlande als freier Staat anerkannt. Am 14. Oktober 1848 wurde der Vertrag zwischen Frankreich, Spanien und Deutschland unterzeichnet. Dies wird als der Westfälische Friede bezeichnet. Der Saal des Münsteraner Rathauses, in dem die Unterzeichnung des Friedens stattfand, wird als Friedenssaal bezeichnet. Der Saal ist innen getäfelt und zeigt Schnitzereien mit unterschiedlichen Motiven der Renaissance. In diesem Saal sind neben Jagdabbildungen auch Abbildungen von Jesus, von seinen Jüngern und sowie anderen Heiligen vorhanden. Die Südwand wird beherrscht von einem Kamin mit Abbildung der Justitia als Symbolfigur für ehrliches Kaufmannstum. Die Ratskammer wurde Jahrhunderte als Gerichtssaal benutzt. Hieran erinnern die
hölzernen Schränke, die eigentlich in die Mitte des Raumes gehören, und die Tafel an der Decke mit der Inschrift Auditur et altera pars, man möge beide Seiten anhören. Dies ist das Modell eines Kaufmannshauses, das sich in der Nähe des Rathauses auf dem Prinzipalmarkt befindet. Es zeigt die frühere Einteilung dieser Häuser. Im Erdgeschoss befand sich der Kontor. Im Keller waren Lagerräume für insbesondere für Flüssigkeiten. Über dem Kontor ein Festsaal für große Veranstaltungen. Dahinter die Küche und die Privaträume der Familie. Über dem Festsaal lag ein Lagerraum, darüber ein zweigeschossiges Lagerraum. Im 18. Jahrhundert erlebte Münster in architektonischer Hinsicht seine Blütezeit. Von 1719 bis 1761 war Clemens August der Fürstbischof von Münster. Die Fürstbischöfe hatten, wie der Titel schon sagt, sowohl religiöse als auch weltliche Autorität. Die Baukunst war eine Leidenschaft Clemens August. In seine Zeit fällt der Bau eines der schönsten Barockwerke Münsters, das Erb Drostenhof. Der Bau begann 1753 durch den bekannten Münsteraner Baumeister Schlaun, der von 1728 bis 1773 in Münster tätig war. Außerhalb Münster gehört das Schloss Brühl bei Köln zu seinen Meisterwerken. Der Eingang zum Hof ist das Einfahrtsportal. Vom Portal führen Backsteinmauern in einem eleganten Schwung auf die Außenwände der beiden Seitenflügel zu. Eine Besonderheit ist der Risalit. Risalit ist bei Barockwerken ein leichter Vorbau der Außenwand, durch den eine besonders auffallende Gliederung der Fassade erreicht wird. Ein weiteres Bauwerk, das die Handschrift Schlauns trägt, ist das Schloss zu Münster. Hier stand früher eine Zitadelle, die 1661 bis 62 erbaut wurde. Sie entstand unmittelbar nach einer heftigen Auseinandersetzung zwischen der Stadt und ihren Fürsten. Der Fürst behielt damals die Oberhand und Münster erlitt völlige Niederlage. Die Zitadelle wurde zum Stützpunkt des politisch aktiven Fürstbischofs. Nach dem Krieg zwischen Deutschland und Österreich um Schlesien entstand hier das Schloss. Im Zweiten Weltkrieg völlig zerstört, wurde das Schloss originalgetreu wieder aufgebaut. Von der ursprünglichen Einrichtung des Schlosses blieben nur einige wenige Möbelstücke und andere Gegenstände, die im Stadtmuseum der Stadt Münster ausgestellt sind. Heute residiert im Schloss nicht mehr der Fürst, sondern die Wissenschaft, nämlich die Verwaltung der Westfälischen Wilhelms-Universität. Mit der Universität unabtrennlich verbunden ist der Name des Freiherrn Franz von Fürstenberg. Nach dem Siebenjährigen Krieg lag das gesamte Land in Ruinen. Fürstenberg wurde mit dem Wiederaufbau betreut und leistete Großes. Seine Hauptsorge aber galt immer der Bildung, so verfasste er eine Schulordnung und ließ Schulen einrichten. Es waren auch seine Bemühungen, dass im April 1780 in Münster eine Universität gegründet wurde. Damals zählte die Universität 250 Studenten und 16 Professoren. An der Spitze stand Fürstenberg selbst. Nach seinem Tod verlor die Uni aufgrund fehlender Mittel schnell an Bedeutung. Sie hatte weder eine Verfassung noch einen Rektor und so blieb sie eine theologisch-philosophische Lehranstalt. 1821 kam eine chirurgische Anstalt hinzu und 1832 wurde ein Rektor gewählt. 1902 wurde die Uni neu gegründet und am 22. August 1907 als Westfälische Wilhelms-Universität getauft. Im Herbst 1944 musste sie aufgrund des zerstörten Gebäudes geschlossen werden. Das Schloss, der Hauptsitz der Universität, lag in Schutt und Asche. Im Mai 1947 traten die Studenten mit Schaufel und Hacke zum Räumdienst auch an. Auch die Professoren und Bedienstete mussten mithelfen. Die Bedingungen waren äußerst schwierig.
Nach dem Zweiten Weltkrieg war Münster wie die meisten deutschen Städte ein einziger Trümmerhaufen. Kein Stein stand auf dem anderen. Doch trotz aller wirtschaftlicher und finanzieller Schwierigkeiten waren es der starke Wille und der Mut der Bewohner dieser Stadt, die binnen weniger Jahre die Stadt wieder aufbauen ließen. Die Innenstadt wurde fast so aufgebaut wie vor dem Krieg. Heute gehört Münster zu den schönsten Städten Deutschlands. Spricht man von den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges, darf man die unzähligen Einzelschicksale nicht vergessen, die größtenteils in keinerlei Geschichtsbüchern aufgezeichnet wurden. Die Verfolgung der Juden gehört zu den grausamsten Kapiteln der Geschichte Europas. Diese Intoleranz und Verfolgung haben auch die Juden in Münster schon immer erfahren müssen. Der erste Jude hier war David ben Halevi, der im 12. Jahrhundert nach Münster kam. Im Laufe des Jahrhunderts siedelten sie sich hier weitere Juden an. Sie hatten eine Synagoge, Mikwe und eine Schane. Als 1350 die Pest ausbrach, wurden die jüdischen Mitbewohner zu Sündenböcken erklärt und aus Münster vertrieben. Viele wurden beim lebendigen Leibe verbrannt. Hiernach kamen nur einzelne Juden nach Münster. Sie wurden geduldet, weil die Fürstbischöfe auf ihre finanzielle Unterstützung angewiesen waren. Ein Wohnrecht in Münster erhielten die Juden erst ab 1807, als Napoleon Münster eroberte. Die Zahl der Juden stieg in den kommenden Jahren rapide an. Bei der Machtübernahme durch die Nazis stand an dieser Stelle eine Synagoge und Münster hatte einen eigenen Rabbiner. Am 19. November 1938, am Tag der sogenannten Reichskristallnacht, wurde die Synagoge zerstört und die Juden nach und nach aus Münster vertrieben. Nach der Beendigung des Krieges wurde an derselben Stelle mit Hilfe einiger Münsteraner eine neue Synagoge gebaut, die heute das Mittelpunkt des jüdischen Lebens in Münster bildet. Der mittelalterliche Kern der Stadt wird heute umgeben von der Promenade. Sie entstand an der Stelle der früheren Stadtmauer, der Festungswälle und der Wassergräben. Da die Stadtbefestigung aufgrund der moderneren Kriegstechniken überflüssig geworden war, ließ Freiherr von Fürstenberg sie abtragen und an ihrer Stelle den Promenadenwall errichten und mit Linden bepflanzen. Sie ist ca. 4,5 Kilometer lang und für Radfahrer und Putschwagen sowie Fußgänger zugelassen. Die Reste der alten Stadtmauer sind teilweise noch zu sehen. Hinter der Stadtmauer befindet sich heute Deutschlands ältestes Gymnasium, das Paulinum. Vor der Stadtmauer fließt die Ahr eingezwängt in ein Betonbett. An der Kreuzschanze, dem schönsten Teil der Promenade, befindet sich das Denkmal der berühmten Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Sie stammte aus der Umgebung Münsters und verbrachte einige Zeit hier ihres Lebens in Münster. Bekannt ist sie geworden durch ihre Werke wie die Judenbuche. Der Charme dieser Stadt und ihrer Bewohner lässt sich in Bildern nicht fassen. Man muss diese Stadt einfach besucht haben und ihre künstlerischen sowie natürlichen Schönheiten auf sich wirken lassen.
Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sehr verehrte Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich 300 Kilometer nördlich von Frankfurt aus der Stadt Münster. Wir haben gerade gesehen, dass unser verehrter Hasur hierher gekommen ist und die Jama'at Münster die einmalige Gelegenheit hatte, unseren verehrten Khalifen hier aus Münster zu begrüßen. Den Hintergrund, warum unser verehrter Hasur hier ist, sehen Sie hinter mir, und zwar: aus dem 100-Moschee-Projekt ist wieder ein Stein gelegt worden. Wieder wird am Bau einer neuen Moschee begonnen. Und unser Hasul wird hier persönlich herkommen. Hasul ist bereits hier, wird hierher kommen und wird den ersten Grundstein für diese Moschee legen. Danach werden die Arbeiten für diese Moschee beginnen. Wir sehen hier den Plan der 100 Moscheen, das heißt die Stücke von dem Träumen der Jama'at, die bereits gelegt worden sind, nämlich die Moscheen Wittlich und jetzt hintereinander in kurzen Abschnitten Osnabrück und heute in Schalatala Münster. Wir sehen, wie weit die Moscheen bereits zerstreut sind. Wir haben natürlich eine der ersten Moscheen bereits in Frankfurt gehabt, dann Nassebach selbstverständlich, dann Hamburg sowieso, Bremen und Kiel. Genauso wird auch diese Moschee in Schalatala ein Meilenstein in der Jama'at sein. Das ist die Ostansicht der Moschee, so wird es in etwa aussehen. Wir sehen, dass diese Moschee verschiedene Räume hat oder verschiedene Darstellungen hat. Diese Darstellungen sind hinterher auch in dem Grundriss, der hier gezogen worden ist, genau zu erkennen. Hier der Eingang von dieser Seite. Und hier hinten sehen wir exakt, wie viele Ecken diese Moschee haben wird. Und auch hier in dem Plan sehen wir exakt, überall wo diese Schnüre rechteckig miteinander lang sind, wird eine Ecke sein. Und hier genau sieht man, es sind drei Teile. Hier oben wird die Kuppel kommen und so wird diese Moschee hier angelegt sein. Wir sehen momentan heute die ganzen Pläne, die Maßstäbe, die hier angelegt sind. Und so wird hier ebenfalls die Möglichkeit haben, dies sich genau anzuschauen. Hier vorne die Hansesstraße in dem Stadtteil Münster-Hiltrup, da wo diese Moschee gebaut werden soll, wird dann die Möglichkeit geben, vielen Hunderten und inshallah auch Tausenden Muslimen ihr Gebet zu verrichten. Dieser Bereich ist von dem regionalen Amir geplant. Ob Hasul hierher kommt, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall hat sich die Jama'at bereits darauf vorbereitet, dass Hasul hierher kommt, entweder hier Platz nimmt
und oder ob Possul direkt hierher kommt und gleich den Grundstein legt und dann Dua hält und dann weitergeht. Das alles, darauf sind wir genauso wie Sie, werte Zuschauer, gespannt. Was wir natürlich hier genau erkennen können, sind, wie viele Mitarbeiter bereits hier schon versammelt sind. Wir waren bereits morgens schon gegen 9 Uhr hier und bereits an Arbeiten haben hier stattgefunden. Dieses Pavillon, den Sie eben gesehen haben, der stand natürlich nicht da. Auch der Teppich ist hier gelegt worden, denn Masur wird dann natürlich hier auf den Teppich laufen. Genauso, wie Sie im Hintergrund schon hören können, wird hier gehämmert. Also die letzten Vorbereitungen sind noch im Gange, auch wenn man sieht, aha, einen Grundstein legen, das ist nicht viel Arbeit. Aber dennoch, wie Sie sehen können, die Maßarbeiten müssten gemacht werden. Und wie die genau verlaufen, zeigen wir Ihnen als nächstes. Wie gesagt, die Maßen haben hier stattgefunden. Wir sehen dieses Kreuz hier. Das heißt, an diesem Kreuz wird hinterher eine Ecke sein. Und diese Ecke ist hier angezeichnet. Das heißt, wie wir vorhin erkennen konnten, ungefähr drei Teile sollten das sein. Auch hier auf dem Boden sind schon Markierungen. Das heißt, es ist nicht nur der bloße Platz. Man hat sich schon genaue Gedanken gemacht. Wie wir genau gesehen haben, es entsteht ja schon ein Bauplan. Und nach diesem Bauplan hält man sich genau. Und diese Gruben sind schon da und hier wird die Wand durchlaufen. Und überall, wo wir jetzt sehen können, die Ecken. Wir sehen schon fast eine Art sternförmige Form. Überall da, schon wieder hier, wo sich die roten Fäden kreuzen, wird eine Wand sein. Das heißt, wir haben nicht nur ein quadratisches Gebilde, sondern ein Gebilde, wie man sich eine Moschee vorstellt, mit einer Kuppel und mit drei verschiedenen Bauten. Das heißt, die Moscheen wirklich gleicht so ein bisschen dem Bauplan. Hier sind die Grundsteine gelegt. Also wird sich einen von den Steinen nehmen und wird ihn hier legen. Und danach werden die Bauarbeiten begonnen. Und They're supposed to move the project forward. This is the Mosque team. They are building the his finances, controlling the finances. He's the architect. Sound like. Expert backward runners. Expert backward runners. Yeah. We would like to show us a bit the most how it looks like. Acha. The side one, the two. As we, on this side, we have shown all our mosques which we have already bought this place. And this is now the mosque. This is a downstairs and it's the first floor and this is the second floor. The ground floor and the first floor. What's the accommodation? This, how many worshippers can be accommodated, men and ladies? Round about 300, full, also men and ladies, 300. Yes. And we are standing now in the men part. Right. This is this men mosque. And this is the final shape, huh? This is shape, yes, from this side. All right. There was one question to be asked. We show it here. The men are praying over here. And the ladies have this prayer room. On the right side. Yeah, this was the question. Some places it's behind, is it is behind. Behind is okay. So now,
difficult how to build the cement. Yes, here's the crocus, yes. And so please. And who's going to? No need for any plaster or anything? I have no cement. No, we have soil. We're keeping only because after this we're keeping concrete. Perfect. Above all. All right. This is the foundation later. Mm-hmm. Mm-hmm. Come on, who is next? Amir Sahib? Abdurrahman. Please. Yes, Abdurrahman. He's the engineer also, I said. What's give us a stone. Mm-hmm. Normally he's always on the building. He's controlling all. He's a student till now. And he's working also with his own hand. All. Sadr Jama'at, Minister Mukarram Abdussalam Sahib. Muhammad Fateh, representative of Fal. Yes. Next. Ek chhod gaya aapko tafseel sahab. He is not here. Now let's have a prayer together. Yes. Dua. Thank you.
Masud hat gerade den Grundstein gelegt und mit diesem Grundstein sind noch weitere 11 weitere Steine gelegt worden. Masud hat sich eben gerade verabschiedet und wie Sie es im Hintergrund sehen können, die momentan aufgestellten Zelte, man wusste nie, wie das Wetter sein wird, sie werden jetzt abgebaut und jetzt werden schon in exponentieller Geschwindigkeit werden die Arbeiten begonnen. Heute ist erstmal Zeit, um sich zu entspannen, um den erfolgreichen Tag, den die Jama'at Münster heute erlebt hat, zu feiern. Morgen, inshallah ta'ala, ist schon das nächste geplant. Masud ist gerade jetzt nach Osnabrück unterwegs, wo die Moschee eröffnet wird. Die ist zwar noch nicht ganz fertig, aber man hat die Möglichkeit benutzt, weil Masud gerade hier ist, diese Moschee zu eröffnen. Morgen wird inshallah ta'ala Masud seine Freitagsrede live aus Hamburg halten. Und das sind diese Schnitte gewesen, die wir Ihnen aus Münster präsentiert haben. In der Hoffnung, dass es Ihnen gefallen hat, verabschiede ich mich bei Ihnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.